Und gleich kommen wir zur Auslosung. 14 Tage sind nun vorbei, seit ich das Umfrage- und Verlosungsvideo anlässlich meiner 555 Abonnentenfeier online gestellt habe. Der Erfolg war eher mäßig. Es gab 97 Aufrufe, 15 Mal einen Daumen hoch, keinen Daumen runter. Von 10 unterschiedlichen Besuchern gab es 23 Kommentare. An der Befragung haben dann 9 User teilgenommen, die die Fragen so beantwortet haben. 5 Benutzer wollen Videos über 3D-Druck und 3D-Drucker sehen. 3 Benutzer wollen Videos über Arduino und weitere Mikrocontroller sehen. 1 Benutzer möchte gerne in meine Regale schauen, was es da noch so alles gibt an Experimentierkästen und alten Roboterkits. Kein Interesse gab es für meine Elektronikvideos oder an den Hochspannungs- und Tesla-Versuchen. Und das sind doch noch so schöne Projekte wie die Wimshurst-Maschine 3D gedruckt oder aus Karton in Vorbereitung. Auch die Experimente mit heißer Luft und Dampf sind wohl nicht so beliebt. Da müssen dann noch einige Stirling-Maschinen im Projektkasten bleiben. Aber für mich war es doch interessant und wichtig zu sehen, wohin die Wünsche gehen. In der Zwischenzeit ist aber die Abonnentenzahl um fast 100 gestiegen. Da will ich mal sehen, wie so eine Umfrage beim Erreichen der 1111 Abonnenten aussehen wird. Das zum Ergebnis der Umfrage. Und jetzt verlose ich noch die 2 von Gearbest gestifteten Filamentrollen. Sollte der, die Gewinner in Deutschland leben, so bezahle ich das Porto. Sollte es ein Gewinner außerhalb Deutschlands sein, so muss ich sehen, wie ich die Versandkosten verteile. Zum Auslosen benutze ich die Webseite von YouTube Random Comment Picker. Ich werde die URL meines Videos dort eingeben und aus den 10 Besuchern per Zufallsgenerator einen Gewinner aussuchen. Ich beginne nun mit der Eingabe meiner URL. So, die lasse ich nun suchen. Und finde hier 10 Kommentare. Dann starte ich den Random Picker und suche den ersten Gewinner. Und der erste Gewinner heißt Max Siebenschläfer. Und jetzt brauchen wir noch einen zweiten für die zweite Rolle Filament von Gearbest. Und der zweite Gewinner heißt MRTN Maker. So, und das war's auch schon. Beide Gewinner sind gesucht und gefunden. Und die Gewinner sind Max Siebenschläfer und MRTN Maker. Nun bitte ich die Gewinner, sich innerhalb von 14 Tagen mit mir in Kontakt zu setzen, um die Versandmodalitäten abzusprechen.
Meine Mailadresse ist im Kanalinfo zu finden. Die Filamente werden 14 Tage hier vorgehalten. Sollte sich ein Gewinner nicht in diesem Zeitraum melden, dann werde ich das Filament neu verlosen. Für zwei meiner Besucher war ja heute nun ein ganz kleiner Glückstag. Aber bei den nächsten 1111 Abonnenten geht es dann weiter mit einem neuen Versuch für alle. Tschüss und Salü aus dem Saarland.